fruchtbare Beziehung, Chrom. Das klang falsch, aber prosperous heißt halt das. Ja, das stimmt. Danke dir, Itzki. Es wird ein Privileg sein, an deiner Seite zu kämpfen. No. Ich glaube, die sind eher eine und dieselbe Person, als das ein richtiges Shipping ist. Sie sind Best Bros. Ja. Und so gern ich manchmal Kindheitsfreunde shippe, nein, ich shippe die beiden nicht. Du kannst uns normalerweise hier finden, wenn die Dinge ruhig sind. Aber wenn du uns brauchst, werde ich direkt bei dir erscheinen und dir helfen. Und Shida darf auch noch reden. Hallo, Shida. Oh, Itzki, hallo. Ja. Hallo. Also kannst du dich auch in diesem Raum materialisieren? Warum sollte sie es als Einzige nicht können? Ja, es scheint so zu sein. Mirage Meister X Mirage klingt wie Persona X Person. Das ist seltsam. Also ich selbst. Wobei, ich würde mir auch Sorgen machen, wenn jemand als Persona Succubus oder Incubus hätte. Oder Mara. Oder andere verstörende Personen, ja. Jetzt geh, ich würde es wertschätzen, wenn du nach Tsubasa ausschauen kannst. Könntest. Nein, nee! Bah, FBI-Peaker! Der ist Goodman. Den kann er uns noch kennen. Ich sag, kannst du sagen, er hat denselben Voice-Actor wie Ryoma. Oh. Manchmal glaube ich, die sind ein bisschen. Weißt du, Oblivious, was heißt das nochmal? Sie ist Oblivious. Verpeilt, will ich sagen, sag ich einfach. Nun, du liegst nicht falsch. Und das beiseite. Es scheint so, dass Tsubasa dir sehr vertraut. Ich bin sicher, sie wird deine Unterstützung brauchen. Nun, sie ist meine Kindheitsfreundin. Ich werde tun, was ich kann. Ja. Frag mich übrigens nicht, warum ich manchmal Kindheitsshipping so liebe. Also, Kindheitsfreunde, nicht Kinder. Nein, shipp nicht Kinder untereinander. Nein. Nein, nein. Ja, ich danke dir. Was hast du dazu zu sagen, Thomas? Der Bloom! Ich hatte das übrigens gerade für dich mit den Händen nachgemacht. Palace ist ein spezieller Ort. Also könnte ich hier drin die Mirages ihre wirklich Form annehmen. Überrascht? Blume Palace! Blume Palace! Ich mache immer einen Kreis mit den Armen übrigens, wenn ich das mache. Es war schon wieder ein Regenbruch. Ich mache die Tiki, so wie es aber. So, Blume Palace! Oh Gott, oder wie bei Wings Club. Oh Gott, ja. Zuerst das Fortuna-Büro und ist dieser große, offene Platz hier drin. Mein Herz schlägt doll aufgrund dieser ganzen Überraschungen. Überraschung. So. Das Problem ist bloß, wenn ich mit dem L-Knopf drücke, dann wird der Text auch geskippt. Deswegen, immer wenn ich mich wegbewege, wird automatisch Text geskippt. Scheint so, als wäre Professor Maiko zurück. Sie hat gesagt, dass es etwas gibt, worüber sie mit uns reden will. Also sollen wir gehen wir am besten zurück in ihr Büro. Ihr geht schon? Tut mir leid. Ich verspreche, dass ich dich wieder mal besuchen komme. Oder auch nicht. Wobei, allein für Lena müssen wir eigentlich schon mal hierher gehen. Und wie die Waffen? Ich auch, ich werde definitiv zurückkommen. Okay, ich werde warten. Bye, bye! Bye, Q. Bye, Q. Kacks wehe, wenn nichts. Oh no. Hi. Hi. Bitte. Ich kann nicht gehen. Das Spiel lässt dich nicht gehen. Nein. Nein. Das war cool. Okay. Oh Mann. Dann halt doch. Hi.
Hi, everyone! Yahoo! Yahoo! Hey, wer? Machst du jetzt wirklich Miss Giorno-Stimme auf einmal? Why not? Miss Maiko, du bist so gemein. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du über diese Produktionsfirma? Oh, entspann dich. Ich wollte dich nicht überladen mit euch Leute überladen. Zu viel Emotions auf einmal kann auch schlecht sein. Abgesehen davon, ich habe gerade für dich eine Stunde gebucht für Tsubasa. Eine Stunde? Das stimmt. Tanzen und Vocal Training. Ich habe entschieden, dass du dein Debüt als Idol machen wirst. Und der arme Itsuki darf kein Idol werden. Press F to pay respect for Itsuki. Press F. Ich denke, du bist. Dir wird das reine, unschuldige Image dir stehen. Schön, dass alle mitmachen mit dem SF. Was? Das alles so plötzlich. Echt? Narero, Tsubasa-chan. Maiko-san no produce no shikata wa itsumo konna kanji da ze. Gewöhn dich lieber dran, Tsubasa. Das ist genau wie Professor Maiko diesen Ort hier regieren will. Was ist mit den Mirage Attacks? Ja, ich bin Itsuki. Unglücklicherweise habe ich noch keine Idee, was wir aus dir machen werden. Nein, fast. Das steht also, sie haben keine Idee, wann der nächste Angriff ist. Ja, wann der Angriff sein wird. Also, in der Zwischenzeit heißt es, lasst uns euer Training starten. Warum darf Itsuki kein Idol werden? Vertrau mir, du wirst ein großartiges Idol werden, Tsubasa. Mara, da liegt nie was falsch ist. Oh, über das Potenzial eines Stars. Dann schreib doch weiter, Lena. Oder mach dir Notizen von allem, was dir einfällt, damit du es nicht vergisst. Ich glaube, sie ist schon wieder verschwunden, oder? Ich höre dich die ganze Zeit. Okay. Ja, ich hatte gerade einen Schwierig gehabt, deswegen. Weißt du, wenn du als eine arbeitest, für Fortuna, bin ich mir sicher, dass sobald Kiriamei dich mit ihr treffen kannst. Bah, Sprache lernen, babbeln. Mit ihr Krapfen essen kannst, das wollte sie sagen. Genau, mit ihr Krapfen essen kannst. In viel Spaß, bei Splatoon, Socke. Und sie darf jetzt Krapfen mit ihr treffen. Treffen? Essen? Sie darf jetzt Krapfen treffen. Mit Baseballschlägern. Wo muss ich unterschreiben? Auf dem Krapfen. Soktoka. Das war schnell. Sokto da. Sicherlich. Krapfen? Das heißt Berliner! Ach, nebenbei. Du machst auch Sing- und Tanzunterricht, Itsuki. Yay, er wird auch ein Idol. Ich dachte wirklich, die hätten kurze Diskriminierung. Ich? Das ist schon cool. Ja, du. Ach, er wird kein Idol, er wird einfach nur Nebentänzer oder was. Das Training erstmal vorher wird dir bestimmt helfen, deine Fähigkeiten als Mirage Master zu verbessern. Es ist deiner Zeit wert. Ich fühle mich betrogen. Warum gibt es hier nicht auch andere Idols? Ich meine, mir ist klar, dass tatsächlich auch besonders in Japan ja der Großteil weiblich ist an Idols, aber trotzdem. Es gibt ja trotzdem männliche, sag ich mal so. Ich meine, die haben auch coole Songs, finde ich. Was genau soll das bedeuten? Ich meine, ich merke es jetzt auch immer wieder im Chor, dass tatsächlich man
wirklich mit einer Frauenstimme nicht wirklich jede Stimmung erreichen kann. Man kann mit einer Kombination oder halt teilweise auch nur mit Männerstimmen auch bestimmte Situationen besser erreichen als nur mit Frauenstimmen. Ohne jetzt sexistisch zu klingen. Weil das wollte ich nicht. Was genau meinst du damit? Deine Kraft als Mirage-Meister ist aber nicht von deiner Fähigkeit als Performer. Genau, Black Rain zum Beispiel, da weiß ich, dass da jemand Männliches singt. Was meinst du als ein Performer? Und Black Rain singt zufällig mein Lieblings-Voice-Actor. Also da darf ich mich jedes Mal freuen, wenn der Typ spricht, auch wenn er vielleicht nicht... Ich weiß zwar nicht, wie der persönlichkeitsmäßig ist, aber ich darf mich trotzdem freuen. Ja. Einiger von den frühesten Ereignissen, die frühesten Aufzeichnungen zeigen, dass darstellende Künste wie Tanz Teil eines religiösen Rituals war. Das weiß ich. Kannst du so, weiß ich von Genia. Die Idee war es, die Kraft zu rufen für die Götter zu den Performern. Wie ein Invocation of Spirits, wie du es nennst. Beschwörung von Geistern. Erwachen der Geister. Ist das Persona 4 Dancing? Ja! Die Kraft von Geistern beschwören klingt wie die Kraft eines Mirage Masters. Es gibt einen Tanz im Gnu-Theater namens Ami Oroshi, wo die Performer nach Gott rufen. Es ist ungefähr so. Musikalische Fähigkeiten, Schauspielern, Kunst, Fähigkeiten zu verbessern, wird auch deine Kraft, deine spirituelle Kraft verbessern. Also in dem Fall wird er wirklich kein Idol werden, sondern einfach nur so Background-Tänzer oder was? Boah. Also kann ich Führung reden. Ich lasse mich überraschen, was passiert. Also verrat mir nicht zu viel. Ich bin jetzt ja alles komplett blind. Basically, also grundlegend, das ist nicht Kabeshiro. Wenn ihr beide gute Performer werdet, werdet ihr starke Master. Ich leite nicht diese Agentur nur als leeren Platz, weißt du? In jedem Fall, ich habe für euch beide schon das Training gebucht. Das Leben Das Leben ist Herausforderungen zu überwinden, weißt du? Viel Glück bei eurer ersten Stunde. Danke, Lena, dass du dich zurückhältst. Wie schon gesagt, es sollte wirklich genauso blind wie möglich geben. Auch bei Three Houses dann soll es am besten so blind wie möglich sein. Einfach weil... Ich weiß, ihr liebt Blind-Reaktionen, ich liebe Blind-Reaktionen, deswegen... Mach den Kompromiss draus und lass uns dafür bei beide blind sein. Und war schön, dass du dabei warst, Pika, und noch einen schönen Restabend dir. Bis dann. Tsubasa, es war nett, euch gekannt zu haben. Ich bin mir sicher, ich werde etwas Nettes an euren Grabmälern sagen. Warum redest du uns als... Willst du uns in den Tod schicken? Wir schicken sie jetzt zu Alice? Die werden sehen, wenn ihr in das Studio in Shibuya kommt morgen. Ich habe natürlich das volle Programm gebucht, also hab Spaß! Wiggle, wiggle. Das war alles für heute. Ihr könnt wegtreten. Wiggle, wiggle. Was? Wie stehst du denn bitte schon gerade dazu, Basa? Sie ist aufgeregt. Ah, ich bin so nervös. Wie soll ich nur trainieren? Indem ich speichere. Das habe ich seit Ewigkeiten nicht getan. Hey, guck mal, Tiki ist auch hier auf dem Bildschirm da. Ja. Ich mag diese Blumenwiese. Die Blumenwiese wird immer voller. Sieht schön aus, die Blumenwiese, oder?
Und ich habe das Gefühl, dass da unten wird etwas voller, auch etwas voller werden. Ja. Am Ende ist der ganze Screen voll. Und dann doch wortwörtlich die ganze Screen. So bis oben hin alles voll. So, hi. Es ist ein erster Schritt in die Industrie. Stunden sind die Basis für alles. Also, pass gut auf und lern, was du kannst, okay? Okay, ich glaube, Tiki müssen wir jetzt nicht nochmal besuchen. Mhm. Deswegen können wir jetzt wahrscheinlich gehen. Auf zur Karte! Wähle eine Karte auf der Tokio-Zugriffskarte aus und du reist dorthin. Was? Im Zusatz kannst du A auf speziellen Plätzen auf der Karte drücken, um... Was? Achso, zusätzlich kann man X drücken, um irgendwo hinzukommen, aber X tut nichts. Hä? Also wir können auch Shibuya, oder können wir auch... Ja, guck mal, das ist ein Hiho. Mhm. Das zum Thema, es gibt kaum Shin Megami Tensei Anspielungen. Eine gibt es auf jeden Fall mit Hiho. Ja. Gehen wir mal hin nach Daitama. Ich will erstmal Daitama erkunden, weil Shibuya ist groß. Vor allem, in Daitama waren wir auch gerade eben vorher noch, oder nicht? Aber im Tutorial. Das sieht jetzt anders aus als im Tutorial. Oh Gott. Jetzt sieht's so aus. Hiho, Hiho. Was bist du denn? Da, Hiho. Das ist wieder Hiho Mart. Und der Hiho, genau. Haben wir da eine Quest? Nein. Da steht REQ auf der Minimap drauf, deswegen. Ach, Quest, ach so, ich dachte, du meinst, dass ich hab nicht auf die Karte geguckt. Ja, das ist eine Quest. Ja, guck mal, da ist Jack Frost. Hallo, kleiner Junge. Ja. Ich dachte, die Kapselmaschine wäre für Spielzeug, aber es sind halt einfach Candy? Süßigkeiten? Baby Raid. Candy Shop. Das ist nur noch Kirias Song. Und Black Rain. Was zum Teufel bist du? Das ist das auch cute Maskottchen. Es ist cute, aber es ist irgendwie gruselig. Was bist du? Ich bin Froschball und ich liebe Süßigkeiten. Warum trägt der Typi da hinten... Warte mal, ist das nicht der Typi von vorhin? Das ist der Moderator, ja. Der hat wahrscheinlich auch die Request für uns. Ich wollte nämlich erst gerade fragen, warum er dasselbe Outfit wieder trägt. Was? Weil das derselbe Typ ist. Hier kann ich Süßigkeiten kaufen. Soll ich Süßigkeiten holen? Ach... Mach einfach alles, das ist ja nicht teuer. Du hast Kitty Candy bekommen! Yay. Ja. Wo ist Kitty Candy? Ganz unten. Wow. Halt fast gar nichts. Hat sich total gelohnt. Vira ist der Team? Ja, ich liebe Süßigkeiten. Was bist Und der Bunny ist auch süß. Cheep, cheep, ich bin Chippy, jeder liebt mich. Und da ist übrigens die Request, die ist da unten. Also, hi. Und Armin, ihn kannst du auch reden. Haben wir sie schon mal getroffen, Kind? Du siehst irgendwie bekannt aus, aber meine Erinnerungen sind aus irgendeinem Grund ziemlich durcheinander. Oh, ich habe viel zu hart gearbeitet. Yo! Man kann hier Tricke kaufen. Ja, aber super, die exakt dieselben. Veggie Juice EX. Ich verzichte. Unförmig aus. Welches das da oder das da? Das. Oh, die sind ja süß. Dog Souls. Oh. Wer möchte wen sprechen? Wen möchtest du von den beiden sprechen? Ich nehme den pinken. Okay. Also auf eine Mrs. Ich bin Mrs. Dogen. Nip, nip. Ich habe gerade gar nicht gequietscht oder so. Wegen den Dinos? Ups, Entschuldigung. Habe ich gequietscht? Lass uns Freunde sein, Jump. No, cute. Das Lila, also der Bunny. Dogen, Saurus, das ist so cute. Welche Farbe soll ich aussuchen? Alle. Ja. Gotta catch them all. Wegen allem cute. Ja, das ist so cute. Guck mal, das ist dieser Hintergrund mit diesem Dino, mit diesen Flügeln und diesem Pferdchen. Das ist alles so cute. Was Meine Tochter liebt. Apropos, das, ich sehe es jetzt, das Dino, die in diesem Aufsteller weiter oben rechts etwa. Warum hat es zwei Hackebeile in der Hand? Bitte, wer hat zwei Hackebeile in der Hand? Ja, oben diese. Oben Ach so, doch. Du meinst Dogsaurus. Ja.
Ja, Dongsaurus. Warum sollte keine zwei Hackebeine in der Hand haben? Ich weiß. Aber guckt euch einfach diesen süßen Dino mit den beiden Flügelchen an und dieses dicke Entchen. Ich denke mal, es ist eine Ente. Es könnte auch sonst irgendein anderes Vogel sein. Auf jeden Fall dann dieses pferdartige Teil und die Bäume, die aussehen, als würde an ihnen Pokebären hängen. Meine Tochter liebt Dogensaurus, aber was? Also hat meine Frau mich hierher gebracht, um sie zu sehen. Aber es ist nett, einfach einen Tag mit ihr zu verbringen. Du kannst den Dungeon wieder betreten. Warum ist das Dungeon-Torf aber hier? Da, ich weiß, da war vorher die Bühne. Ist das wurde ja, denke ich mal, umgebaut und deswegen erkennt man das nicht mehr. HS-Girl. Ich habe gehört, hier gibt es eine Kollaboration zwischen zwei Top-Artists in Shibuya. Bei Kiria und Yashiro Tsurugi. Das wird unglaublich sein. Und amazing. Sie werden das Spezialbühne machen vor dem Shibuya 106. Werden Shibuya selbst in eine große Konzerthalle verwandeln. Das ist SIV Live. Okay. Wie ist das Casting verlaufen? Mein Freund hat es nicht geschafft. Nee, eine Freundin sagt mir nichts. Hat sie es nicht geschafft? Wir wissen nicht, vielleicht ist sie auch gestorben. Das klingt so hart. Vielleicht ist sie gestorben. Just die. Die Bewerbung fast. Das Casting war am anderen Tag. Wenn jeder gleichzeitig ohnmächtig geworden ist, denkst du, es war irgendeine chemische Kriegswaffe? Ja. Stimmt. So, machen wir mal die Request. Was ist denn für eine Nebenquest für mich? Während du in der Stadt bist oder einen Dungeon untersuchst, findest du manchmal Charaktere, die ein gelbes Request-Icon haben über ihrem Kopf. Du kannst von ihren Quests annehmen. Du wirst für diese Requests belohnt. Sie haben keine Deadlines und sie können jederzeit akzeptiert werden. Kann man sie trotzdem verpassen, die Quests? Nein. Aber kann man sich nicht am Ende alle Quests aufbewahren und dann im Prinzip sind überall Questmarker. Guck mal, hier kannst du eine Quest machen, da kannst du eine Quest machen, überall gibt es Quests. Das geht. Ja. Oh Gott, diese Unübersichtlichkeit. Nein. Es ist Kanai Urabe von der Schule. Wer bist du? Ich muss zu Ende knuspern, einen Moment. Während Mira zu Ende knuspert, mache ich das Licht an. Oh, Iski, was bringt dich hierher? Du gehst immer gleich sofort, wenn die Schule vorbei ist. Bist du beschäftigt mit der Arbeit? Hey, bist du interessiert in Zukunftsweissagern? Ich bin gut. Wahrsagerei. Wahrsagerei, ja. Hab etwas, was dir helfen könnte damit. Ist das in Ordnung? Lucky Spot. Ach, gibt's hier die Lucky Spots? Okay. Ja. Okay. Itsuki hat die Request akzeptiert. Aha. Ich bin Präsidentin des Wahrsagerei-Clubs und ich möchte gerne meine Fähigkeiten, meine Gabe üben. Weil, wenn du weißt, was ich meine. Und das ist, wo du ins Spiel kommst, mir zu helfen. Alles, was du tun musst, ist, mich in deine Zukunft vorherzusehen. Und dann mir einen Bericht geben später. Nun denn, ich werde dir nur dein Schicksal erzählen. Aber nimm einen Schritt. Mach einen Schritt zurück. Es wird gefährlich werden. Eureka! Hier etwas an mit Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und das wird dir favorisiert. Verschwommen. Übersetzt du mal bitte kurz. Geh etwas mit Hast an und nichts wird passieren wie geplant. Also geh etwas geplant an und es wird zu deinen Gunsten verlaufen und geh etwas mit Hast an und es wird nicht so laufen wie geplant. Oh, ich denke mal, wenn du es
schnell machen willst, gibt es etwas. Du solltest dorthin gehen. Es ist da, wo ein runder Fahrstuhl ist in Daitama. Wo ist da ein runder Fahrstuhl? In der Idolasphäre. Ach so! Okay, das ist alles, was ich kenne. Ich freue mich darauf, deinen Bericht zu sehen. Also bis wir jetzt in die Idolasphäre wieder rein, oder? Requests, die akzeptiert wurden, sind momentan underway. Ha? Ich weiß auch nicht, ob du stark genug dafür bist. Machen wir es einfach. Ja, speicher vorher. Wenn die Bedingungen für die Requests erfüllt wurden, wird das Symbol lila. Mit dem Charakter nochmal zu reden. Van. Willkommen zurück, Van. Wir machen jetzt viel zu schwere Quests für mein Level und es ist mir egal. Das hört sich doof blöd an. Ja, er geht sterben. Du kannst ja mal ausprobieren, oder nicht? Ja, ich weiß es nicht mehr genau, wie schwer die waren. Ich habe auch nicht immer alle gemacht, deswegen. Ich werde alle machen, das weißt du, oder? Ja, ich weiß. Jetzt kann ich endlich diesen Kackspot hier füllen. Ja! Mann. Hi. Schups. Special Performances können nun genutzt werden. Special Performances sind Skills, die... Was? Special Performances können Sessions... Okay. Wie genau funktionieren die jetzt denn? Ich zeig's dir einfach. Du siehst die... Ich mach jetzt das Tutorial. Du siehst, es sind Counter da oben rechts. Die sind mit den Sternen, wo die 1 ist. Geh auch jetzt auf die Skills. Wegen der Empty Wave. Genau. Okay, ich hab's verstanden. Ja, genau. Gut, verstanden. Es ist ein Special Skill. Jeder Special Skill ist anders mit anderen Element. Und dann siehst du, die können alle, egal wie die Schwächen eins gegen, die können immer Session auslösen. Und dadurch geht halt der Counter dann zurück, um die Zahl, also ein SP verbraucht die. Und den SP-Counter kannst du halt durch normale Angriff auffüllen. Gut. Genau. Okay, es ist also wie in Persona Q, diese alter Counter. Gut, verstanden. Mhm. Okay, probieren wir es mal aus. Ja, klar. Ich will's mal sehen. Empty Wave! Das sieht sehr interessant aus. Mhm. Und wie cool. Die sind alle cool auch. Das ist so cool. Schwupps! Das war ja mega. Da ist noch ein Gegner. Achso, da ist noch ein Gegner. Deine Schwäche sind Schwerter oder Feuer? Feuer! Feuer! Das ist cool. Das gefällt mir. Deshalb. Was? Next Skill Zio? Wir haben doch Zio schon. Dann wird Zio verstärkt. Ach so. Also ähnlich wie in Shin Megami Tensei. Ja, es ist wie in Shin Megami Tensei. Wenn du einen Skill erneut lernst, wird es ein +1 Skill. Ist hier auch das Maximum auf +8? Ich weiß es gerade nicht mehr. Bist du gerade weggedüst, Moritz? Och nö. Wegen Och uns? Moritz, nicht schlafen. Nicht wegen uns. Das ist dann gut. Das ist akzeptiert. HP genau. Und EP können geheilt werden mit Items oder Skills. Genauso wie mit der Vending Machine. Wenn es zu viel ist, geh einfach zurück und heil dich an der Vending Machine. Eine Vending Machine OP. Klar, du gehst, verkaufst eingedrückt von der Vending und alle Wunden werden geheilt. Alle Knochenbrüche, alle Blutwunden. Ihr kennt's nicht. Die heiligen Vending Machines. Und Gift und K.O. Bewusstlosigkeit wird auch dadurch geheilt. Gift, vor allem K.O. Oh nein, ich bin K.O. Oh mein Gott, ich hab etwas getrunken. Mir geht's schon viel besser. Ich glaube, das war unnötig, weil ich da so schon ziemlich viel Schaden mache, oder? Besoffen. Zack. Ich kann die Gegner, glaube ich, auch so fertig machen. Schwupps. Zack. Ach, fast. Wobei, ich bin nochmal dran. Und tschüss. Ja, da. Und dann gibt es Spiele, die du heilst. In denen halt die Stimmsverletzung durch entweder schlafen oder was zu essen. Ja gut, das gibt's ja auch noch. Wie viele Gegner sind hier auf einmal?
Obwohl, das ist ein Shinigami-Tensei, sie was erwartet, das sind immer Gegner an allen Ecken. Das stimmt. Hast du ja noch die normalen Gegner, das geht ja noch. Vor allem sind Level 3 Gegner. Mhm.